Okay, Freunde, willkommen zurück zu Rayman. Im letzten Part haben wir das Sidequesten angefangen. Wir sind wieder zurück in der Feenlichtung, haben jetzt durch Vollzufall mit unserer coolen Regenmaske einen neuen Weg gefunden, wo lauter Lums versteckt sind. Allerdings sind das immer noch nicht alle. Das wird nicht aufgehen, das verwundert mich ein bisschen. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, was uns das bringt. Und es wird cool. Und ich weiß nicht, wie ich den Typen da besiege. Warte mal. So, anvisieren und... Nicht runterfallen, bitte. Rayman visiert wieder ins Nichts. Er kann es einfach. Guck mal, wo Rayman hinvisiert. Das ist ja schrecklich. Das ist ja eine Zumutung, ist das. Hä, wie komme ich denn da jetzt... Die Sau macht es sogar kaputt, ey. Ich glaub's aber nicht. Ach, guck mal, da unten ist ein Gang. Bringt mir das was? Was soll denn das? Wie geht der kaputt? Ich komme nicht an den ran. Warte mal, aufladen. Ja, so bringt das nichts, Rayman. So sehr du dir das jetzt auch wünschst. Pass mal auf, ich lade mal auf. Dann gehe ich zurück. Und das bringt überhaupt nichts. Gut, dann fliege ich da jetzt unten rein. Das heftig. Wetten, ich kann ihn wieder so cool zerstören. Wartet mal. Tatsächlich. Yay, gecheatet. Ich gehe trotzdem mal hier lang, weil hier noch andere coole Lumpen sind. Wow, ich kann da voll durchgucken. Toll. Das war jetzt wirklich nur für so einen Lump. Aber ich verstehe nicht, wie ich den anderen Gegner da besiege, den Dicken. Ich habe keine Ahnung. Wow. Wow. Alter Schwede. Wo fliegst du wieder hin, Rayman? Du bist doch komplett irre. So, wie mache ich den Affen da platt? Okay, er ist tot. Meinetwegen. Oh Mann, wie bescheuert. Das wirkt mir hier irgendwie auch wieder sehr verdächtig. Interessant, dass ich gerade geschossen habe, obwohl ich nicht mal Viereck gedrückt habe. Kann nicht schon alles gewesen sein. Hier müssen noch mehr Lumps sein. Geht aber nie. Ah, ich glaube, das war wirklich alles. Super. Wow. Ich kann nochmal da oben rauf gehen. Vielleicht, wenn ich von ganz oben mich schießen lasse, ist hier vielleicht oben noch ein Lump drauf oder so. Nö. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier ran. Obwohl wir uns nochmal eben das Leben mitnehmen können. Da habe ich nichts gegen einzusetzen. Guck mal, was wir noch so für so coole Sachen machen können. Kann ich hoch, aber ich möchte auch gleichzeitig das Leben da haben. Wow! Wo bin ich denn jetzt abgeflogen? Ach man. Yo man. Hep. Ich bin ein Trottel, ich kann nicht spielen. Ich bin ein Trottel, ich kann nicht spielen. La 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 la. Okay, klettern wir hier mal vorsichtig. Oh. Mann, wo bin ich jetzt schon wieder abgeflogen? Ich bin inkompetent. Wo war das denn nochmal? Mit dem Inkompetent-Song. Du bist inkompetent. Das war doch bei Pete's Meat. Genau, Hardy hat das, glaube ich, mal gesagt. Inkompetent. Obwohl ich ja Pete's Meat gar nicht so gucke. Das weiß ich. So. Ich dachte, hier wäre eine Plattform. Ich wollte mich gerade schon fallen lassen. Puh, ey. Okay. Da sind wir gerade cool rumgeskatet. Mit der Pflaume. Und das war's. Nee.
Weiß ich nicht. Was ist denn das für ein Geräusch? Mal dieses... Ich verstehe so langsam gar nichts mehr. Nein, speichern wird überbewertet. Tatsächlich, hier ist ja schon das Schiff. Das heißt, das Schiff gehört auch mit zur Feenlichtung. Sonst würde ja ein extra... Wirbelzwirbel da beim... bei der Dings sein. Bei der... beim Steinzirkel. Okay, dann gucken wir hier nochmal alles genau ab. Guck mal, da hinten ist ja noch was. Da sind wir, glaube ich, nicht weitergekommen irgendwie. Aber wir können mal... Oh, hab gar nicht gesehen, dass ich, wenn hier Regentanz machen kann, hab einfach Viereck gedrückt, um zu schießen. Hat das automatisch gemacht. Nice. Okay. Ess mich. Okay, gerne. Ja. Macht einen auf Mario. Nom, 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 nom. Jetzt. Ich werd kleiner. Ach du Scheiße. Oh, die Schwerkraft spackt jetzt total ab hier. Das ist komisch. Okay. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Trotzdem mit einem Schlag tot. Okay. Fail. Voll wieder groß geworden auf einmal, habt ihr es gesehen? Gut. Versuchen wir diese Rütze noch. Grütze nochmal. Muss ich nochmal Pilze essen? Ja. Iss mich, schnell wieder. Iss mich. No. Was passiert mit mir hier? Sit. Oh shit. Ich bin winzig. Wow, voll durch den Stein gerade gefallen, habt ihr es gesehen? Ich bin immer noch so schnell wie vorher. Das ist voll verwunderlich irgendwie. Warte mal. Nee, erstmal will ich das Ding da abschießen. Kommt es denn so vor, da fliegen die Kugeln auch viel schneller. Yay. Okay, iss mich. Mmh, das schmeckt aber lecker. Wäre jetzt wieder größer. Jo. Voll geil. Okay, auf dieser Plattform hier laggt das Spiel irgendwie richtig. Sieht nicht so aus, als wenn hier noch irgendwas Cooles wäre. Deswegen gehen wir jetzt mal hier lang. Gucken, ob wir die Tür irgendwie aufmachen können. Oder es einfach eine random Tür ist. Wo das Spiel einfach nur denkt, ich bin random. Es ist random. Okay. Wie soll ich jetzt wieder zurückkommen? Kann ich einfach rüberspringen? La 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 la. Ja, zur Not kann ich ein Game Over machen oder einfach so rübergehen. Eigentlich voll unnötig. Ich wette nicht, komme ich auch irgendwie so rüber. Wenn man sich so drum glitscht oder so. Und hier rutsche ich sofort runter. Das wurde vom Spiel bedacht und ich sterbe. So voll monoton ist das immer so. Okay, mach das da mal kaputt. Dann bist du cool. Vielen Dank. Gucken wir erstmal hier genau in die Ecken. Die Ecken müssen auch geputzt werden. Juhu. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, hier kann ich wieder hoch. Konnte ich da irgendwo hoch? Nein. Okay. Wo könnten die Wo könnten die letzten Lumps sein? Es fehlen nur noch 8 und nur noch 2 blaue. Das sind ja jetzt nicht so viele. Das heißt, die könnten jetzt eigentlich alle noch in diesem Schiff da sein. Ach, was du nicht sagst, Murphy. Bist immer noch besser als Fei. Okay. Wow. Okay. Oh, mein Gott. Jetzt dürfen wir nochmal das ganze Piratenschiff durchgehen. Ich habe glaube ich alles durchsucht hier, oder nicht? Habe ich doch noch extra getan. Da
Damals hat man sich noch die Zeit genommen, ja. Und trotzdem fehlt hier wohl irgendwo noch was. Denn anders als hier könnte ich mir das jetzt nicht erklären, wo noch was sein kann, weil ich bin jetzt alles abgestreift, gestriffen. Ich hab's doch schon gefunden. Ich Arsch. Okay. Die Bombe, die man sich holen kann, bekomme ich die einfach so, ja. Aber du stirbst gleich mal. Voll offensichtlich. Ich bin voll dumm. Puff. Voll offensichtlich die Tür, die man voll kaputt machen kann. Ich bin noch ein Arschgesicht. Mega Rätsel. Okay, aber das war's auch schon hier, oder was? Aufmachen. Yay! Hier würde ich dann vielleicht sogar noch versuchen, das Ding dazu schaffen mit Globox. Weil, ne, was steht da? Hier sollte das... Meine Güte. Nicht so die Mega-Aufgabe sein und voll brutal. Eigentlich ihn einsperren mit so einer Grütze und er irgendwie, ja, darauf angewiesen ist, sich selbst aufzuessen. Aber wo kann der Rest sein? Geht doch nicht. Ich guck mal, ob vielleicht noch mehr Türen eingeballert werden können. Das wäre jetzt so meine erste Mutmaßung. Ich kann mal kurz unten gucken, weil ich könnte mit dem Fass auch alternativ nach unten gehen. Muss aber ja schon verdächtig sein. Das hier wirkt nicht gerade sehr verdächtig, wie ich finde. Das ist einfach nur 8-15 Fenster, wo man das Brett angucken kann. Hm. Voll logisch und so. Ja, was ist logisch? Sinnvoll, eher gesagt. Sarkasmus-Modus aus. Okay. Das ist cool, wie Link Rayman in die Rolle macht, die er jetzt gerade nicht macht. Hm. Egal. Bumm. Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Durch diese Strömung macht man das Gitter. Interessant. Okay. So, wo sind noch mehr Lumps? Zeigt euch. Wenn ich hier so runterspringe, komm wieder hier rein. Okay. Da oben ging es dann, glaube ich, weiter, wenn ich mich nicht irre. Autsch. Wie wenn man auch noch schön so ein Autsch und Autsch macht. Okay. Diese Türen wirken auch immer so verdächtig. Vielleicht können wir die ja irgendwann später aufmachen oder so. Davon ist schon fast auszugehen. Ah, sicherlich. Bestimmt können wir die Türen später noch aufmachen. Und da befindet sich dann der Rest drin. Wetten? Wetten wir? Pass mal auf, ich zeige euch jetzt was. Nö, zeige ich euch nicht. Ich habe auch nur noch 3 Minuten, jetzt habe ich schon 2 Parts für dieses Bonus-Ding hier verbraucht. Wie doof, wenn man mal drüber nachdenkt. Gut, das ist jetzt meine Vermutung, dass wir die Türen später noch aufmachen können oder so. Jetzt haben wir, glaube ich, die Tür da unten aufgemacht. Ist das möglich? Ja. Gut, Rayman, bitte. Ach ja, jetzt kommen wir wieder da bei dieser Dingsstelle raus, ne? Da, wo Lai gefangen war. Da können wir auch nochmal alles abklappern. Aber ich glaube echt, das war jetzt wirklich in diesem Piratenschiff bei dieser Tür da. Ich wette, wir kriegen später irgend so ein cooles Upgrade, womit wir das aufmachen können. Gut. Wird sich gemerkt. Das ist jetzt meine Vermutung. Kann natürlich auch gnadenlos falsch sein, dass ich einfach nur, keine Ahnung, Dreieck drücken muss und die geht auf. Aber das denke ich nicht. Die Tür wirkt auch so minimal verdächtig. Aber das wird es auch nicht sein. Einfach mal gegenballern. Bäh. No. Vor allen Dingen hier ist... Achso, ist eine Kerze. Ich dachte, das wäre eine Bombe oder so.
die noch schön brennt. Wow, voll mega lag. Ich möchte da aber noch nicht lang. Ich muss erstmal die ganzen Stockwerke abklappern. Aber ich bin die doch schon alle abgegangen. Das wird nichts mehr sein. Nein, ich glaube echt, das ist hinter dieser Tür da. Kann ich euch sagen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal raus aus diesem Level. Ich weiß nicht, soll ich dann weitermachen, die Story, oder soll ich dann doch eher nochmal ein anderes Gebiet gucken? Weil durch den Sumpf haben wir ja fast komplett. Da fehlt uns ja nur noch 5 Lumps oder so. Die blauen hatten wir alle. Deswegen ist meine Vermutung, dass wir da wahrscheinlich nichts mehr sammeln müssen. Bevor wir da weiterkommen. Und ich finde es gerade sehr interessant. Ach so, nee, hier war, von hier kamen wir, ne? Genau. Gut, wir können auch nochmal in den Maschinenraum gehen, aber ich denke mir nur, ne. Ich glaube, in den Sumpf werden wir nochmal gehen. Der ist eh nicht groß, der Sumpf. Dafür werden wir uns nochmal schön Zeit nehmen im nächsten Part. Ach ja, waren noch die Luftströme, ne? Genau. Da werde ich jetzt nicht nochmal alles abklappern. Da habe ich nämlich wirklich alles Menschenmögliche getan. Das Flugraketenreiten, da kam auch noch nicht dran, habe ich recht? Oh nein. Oh nein. Nein, Speichern wird überbewertet. Okay. Soll ich jetzt... Was war das? Nee, war gar nichts. Okay, bin ich jetzt cool? Nee, ich bin nicht cool. Ich will mich eigentlich fallen lassen, aber ich denke mir, nee. Kann ich nochmal gucken. Ach, da ist noch ein Pirat. Wie süß. Das wirkt sehr verdächtig. Wuhu, rutsch, wuhu. Rutsch, ist schon gar nicht mehr. Alter, voll der Mega-Grafik-Bug. Nee, doch nicht. Ich dachte, es wäre ein Grafik-Bug, aber es war nur was Cooles. Einfach nur durchboxen. So. Okay. Da ist schon so eine verdächtige Plattform gerade. So diese halbe. Gucken wir mal. Okay. Aber da ist auch nichts mehr drauf, das sehe ich doch. Jetzt kamen die Piraten aus der Luft, ne? Total doof. Okay, und damals habe ich hierfür einen ganzen Part gebraucht. Und jetzt mache ich das hier, glaube ich, in 3-2 Sekunden. Zum einen, weil ich geskillt habe, und zum anderen, weil ich keine Lumm suchen muss. Da ist ein Lumm. Da ist ein Lumm. Okay. Eisbären habe ich nochmal eingefunden hier. Nice. Das sind wahrscheinlich aber wirklich die letzten 4 Lumps irgendwo anders. Hinter dieser Tür. Lol, von was wurde ich jetzt getroffen? Ach ja, dieses Spiel. Bam. Okay. Gucken wir mal. Dass er jetzt noch ein Lump war, das war ja mal sehr interessant. Jetzt gehen wir nur noch schnurstracks nach oben. So schnell wie möglich. Dann kommt im nächsten Part, machen wir noch den Sumpf. Und dann geht's weiter mit Generator Story, okay? Das wäre jetzt so meine... Scheiße. Mein Kompromiss. Wie zur Hölle komme ich da rein? Da komme ich jetzt nicht rein, doch. Das wundert mich jetzt aber echt. Da war... Habe ich den Lumm echt übersehen. Eiskalt. Wo er doch so offensichtlich war. Na gut. Meinetwegen. Oh, wo sind wir jetzt? Kamera. Man kann irgendwie nur in eine Richtung drehen. Ganz komisch. Okay. Scheiße, kriege ich nicht mehr. Doch. Okay. Die Zwischenplattform ist hier. Da ist aber auch nichts drauf, oder?
Nee. Einfach nur eine Zwischenplattform. Wo wir schon fast ganz oben sind. Hm. Okay. Nein! Oh mein Gott. Alter Schwede. Ich dachte, ich muss jetzt sterben. Puh. Ha, puh. Okay, Freunde. Ich habe wieder Überlänge gemacht. Und deswegen verabschiede ich mich heute wieder für Rayman Revolution. Wir haben ein paar mehr Lums. Aber immer noch keinen Zugriff. Aber das macht überhaupt nichts. Ehrlich gesagt, keinen Zugang. Freunde, im nächsten Part gehen wir nochmal in den Sumpf. Und dann geht's Story weiter. Also, ja, bis zum nächsten Part. Gucken wir uns noch mal kurz die Rausgeh-Animation an. Und dann sage ich wirklich, bis zum nächsten Part. Nein. Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, ey. Blablabla. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.